Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die Flotte der deutschen Marine besteht aus einer Vielzahl von Schiffen, darunter Fregatten, U-Boote, Korvetten, Minenjäger und Hilfsschiffe. Das Rückgrat der Flotte bilden die Fregatten der Sachsen-Klasse, die mit fortschrittlichen Waffensystemen ausgestattet sind und eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen können, darunter Luftverteidigung, U-Boot-Bekämpfung und Überwasserkriegsführung. Die deutsche Marine betreibt auch eine Flotte von U-Booten des Typs 212, die zu den modernsten dieselelektrischen U-Booten der Welt gehören. Darüber hinaus verfügt die deutsche Marine über eine Reihe kleinerer Schiffe, wie die Korvetten der Braunschweig-Klasse und die Minenjäger der Frankenthal-Klasse, die für den Küstenschutz und die Minenabwehr eingesetzt werden. Insgesamt ist die deutsche Marine ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Verteidigungsbereitschaft und spielt eine wichtige Rolle bei NATO-Operationen. Heute zeigen wir euch die 10 besten Schiffe und U-Boote der deutschen Marine. Bremen. Die deutsche Marine verfügt über 8 Fregatten der Bremen-Klasse, die in den 1980er Jahren vom Bremer Vulkan entworfen und gebaut wurden. Die Hauptaufgabe des Schiffes ist der Einsatz im Rahmen der NATO und der deutschen Einsatzverbände. Das Schiff ist in erster Linie für die Bekämpfung von Überwassergefechten ausgelegt und verfügt über gute Fähigkeiten zur Luft- und U-Boot-Bekämpfung. Die Bremen verfügt über 2 vierzellige Boeing Harpoon-Raketenwerfer. Harpoon RGM-84 ist eine Antibodenrakete mit aktivem Radarsuchkopf und einer Reichweite von 130 Kilometern. Das Punktverteidigungssystem des Schiffes basiert auf der NATO-Mittelstreckenrakete Sea Sparrow und der Kurzstreckenrakete RAM, Rolling Airframe. Das Schiff ist mit 2 324mm Zwillingstorpedo-Rohren des Typs MK-32 und 8 Torpedos des Typs DM-4A1 oder MK-46 Mod 2 von ATK ausgerüstet. Typ 212A. Der Typ 212A ist eine dieselelektrische U-Boot-Klasse, die von HDW für die deutsche Marine und die italienische Marine entwickelt wurde, wo sie als Todaro-Klasse bekannt ist. Es verfügt über einen Dieselantrieb und ein zusätzliches luftunabhängiges Antriebssystem mit Protonen-Austauschmembranen, Druckwasserstoff-Brennstoffzellen von Siemens. Die U-Boote können mit Dieselantrieb mit hoher Geschwindigkeit fahren oder auf das luftunabhängige Antriebssystem umschalten, um leise und langsam zu fahren und bis zu 3 Wochen lang mit geringerer Wärme unter Wasser zu bleiben. Der Typ 212 ist mit einem hochintegrierten Führungs- und Waffenkontrollsystem ausgestattet, das mit Sensoren, Waffen- und Navigationssystem verbunden ist. Es verfügt über 6 533mm Torpedorohre in 2 Dreiergruppen sowie über 12 Torpedos oder 24 Minen. Typ 212 ist mit einem Wasserrammenausstoßsystem für Torpedoabschüsse ausgestattet. Das U-Boot ist mit dem schweren Torpedowaffensystem DM-2A4 von Atlas Elektronik ausgestattet. Der Unterwasserantrieb kann eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten, 37 Stundenkilometern erreichen, während die Geschwindigkeit mit den Brennstoffzellen auf 8 Knoten, 15 Stundenkilometer sinkt. Brandenburg. Die Brandenburg-Klasse F-123 ist eine deutsche Fregattenklasse. Sie wurde im Juni 1989 von der deutschen Marine bestellt und zwischen 1994 und 1996 fertiggestellt und in Dienst gestellt und ersetzten die Zerstörer der Hamburg-Klasse. Die Schiffe dienen in erster Linie der U-Boot-Bekämpfung, leisten aber auch einen Beitrag zur örtlichen Flugabwehr, zur taktischen Führung der Geschwader und zur Boden-Boden-Kampfführung. Die Brandenburg hat eine Verdrängung von 4.700 Tonnen voll beladen und eine Gesamtlänge von 138,9 Metern. Das Schiff hat eine Höchstgeschwindigkeit von 29 Knoten, 33 Stundenkilometern, mit den Gasturbinen und 18 Knoten, 21 Stundenkilometern, mit den Dieselmotoren und eine Reichweite von 7.400 Stundenkilometer. Das Schiff ist mit 2 Zwillingswerfern für MM-38 Exocet Boden-Boden-Raketen von MBDA bewaffnet. Die Exocet verfügt über eine Trägheitslenkung mit aktiver Radarzielsuche und hat eine Reichweite von 42 Kilometern. Berlin. Bei den Nachschubschiffen der Berlin-Klasse Typ 702 handelt es sich um eine Reihe von Nachschubschiffen, die ursprünglich für den Einsatz bei der deutschen Marine konzipiert und gebaut wurden. Die Hilfsnachschubschiffe sind für die logistische und medizinische Unterstützung der kombinierten Einsatzverbände vorgesehen.
Die Berlin-Klasse hat eine Gesamtlänge von 173,7 Meter, eine Breite von 24 Meter und einen Tiefgang von 7,4 Meter. Die Verdrängung des Schiffes beträgt 20.000 Tonnen. Das Schiff bietet Platz für 237 Personen, einschließlich der Schiffs- und Hubschrauberbesatzung sowie für Patienten. Ein einziges Schiff der Berlin-Klasse kann 9.600 Kubikmeter Treibstoff, 550 Kubikmeter Wasser, 160 Tonnen Munition, 280 Tonnen Lebensmittel, 100 Tonnen Trockenvorräte und 32 Container transportieren. Sachsen. Die deutsche F-124 oder Sachsen-Klasse ist derzeit eine der modernsten Fregattenklassen der Welt. Diese Schiffe sind extrem leistungsfähig und erfüllen in erster Linie die Aufgabe der Luftverteidigung, bei der sie sich durch ihr erstklassiges Radarsystem und ihre starke Bewaffnung auszeichnen. Das Design der Fregatte Typ 124 Sachsen basiert auf dem Design der Klasse Typ 123 Brandenburg. Diese technologisch fortschrittliche Fregatte verfügt über verbesserte Tarnfunktionen, mit denen die Radar- und akustischen Sensoren des Gegners getäuscht werden sollen. Zwei Vierfach-Raketenwerfer für die Boeing RGM-84 Harpoon-Antischiffsrakete sind auf dem Raketendeck vor dem Schornstein installiert. Die Harpoon-Raketen sind mit einem 227 kg schweren Gefechtskopf bewaffnet und verfügen über eine aktive Radarzielsuche. Die F-125 verfügt über zwei MK-49 Werfer mit 21 Zellen, die mit dem Raytheon RIM-116 Rolling Airframe Raketen bewaffnet sind. Der RAM, Punktverteidigungsflugkörper, ist ein leichter infrarotsuchender Boden-Luftflugkörper für den Einsatz gegen ankommende Anti-Schiffsmarschflugkörper. Frankenthal. Der Minenjäger Typ 332 der Frankenthal-Klasse ist eine Klasse deutscher Minenjäger. Die Schiffe sind aus nichtmagnetischem Stahl gebaut. Rumpf, Maschinen und Aufbauten dieser Klasse ähneln dem ursprünglichen Minenjäger Typ 343 der Hameln-Klasse, aber die Ausrüstung unterscheidet sich. Der Minenjäger Typ 332 ist mit dem von der Atlas Elektronik GmbH entwickelten Minenabwehrwaffensystem MWS-80-4 ausgerüstet. Das System besteht aus vier Haupteinheiten: Minenjagdsonar DSQS-11M, taktische Führungs- und Dokumentationsausrüstung TCD, Präsentationsnavigations- und Verfolgungskontrollsystem NBD und aktives Identifikationssonar DDSX-11, das im Minenräumfahrzeug installiert ist. Das Schiff verfügt über zwei vierzellige Stinger-Abschussvorrichtungen an Backbord und Steuerbord. Die infrarotgesteuerte Stinger FIM-92-Rakete dient der Kurzstreckenabwehr von Tieffliegern. Baden-Württemberg. Die Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse F-125 sind eine Serie von Fregatten der deutschen Marine, die von der ARGE F-125, einem Gemeinschaftsunternehmen von ThyssenKrupp und Lürsen, entworfen und gebaut wurden. Die Baden-Württemberg-Klasse hat die größte Verdrängung aller Fregattenklassen weltweit. Sie haben die Bremen-Klasse abgelöst. Die 5.500 Tonnen schwere Fregatte hat einen neuartigen getarnten Rumpf. Sie hat eine Gesamtlänge von 149,6 Metern, eine Breite von 18,8 Metern und eine Verdrängung von 7.200 Tonnen. Die Fregatte F-125 ist für die Verteidigung sowohl gegen Luft- als auch gegen Landangriffe ausgerüstet. Sie ist mit nichttödlichen Waffen wie Wasserkanonen und Suchscheinwerfern zur nicht-provokativen Abschreckung und zum Schutz bewaffnet. Zwei Vierfach-Raketenwerfer für die Boeing RGM-84 Harpoon-Antischiffsrakete sind auf dem Raketendeck vor dem Schornstein installiert. Die Raketen haben eine hohe Unterschallgeschwindigkeit, 1100 km pro Stunde, und eine Reichweite von bis zu 130 km. Braunschweig. Die K-130 Braunschweig-Klasse ist Deutschlands neueste Klasse von Hochseekorvetten. Fünf Schiffe haben die Schnellangriffsboote der Gepard-Klasse der deutschen Marine ersetzt. Die K-130-Korvetten sind mit Tarnkappeneigenschaften, niedrigem Tiefgang und hochautomatisierten Waffen- und Verteidigungssystemen zur Unterstützung der Küstenkriegsführung und insbesondere für Operationen einer multinationalen Krisenreaktionseinheit konzipiert. Die Korvetten haben eine kontinuierliche Höchstgeschwindigkeit von über 26 Knoten, 30 Stundenkilometern und eine Reichweite von mehr als 4630 Kilometern. Die Verdrängung beträgt etwa 1580 Tonnen, die Gesamtlänge 88 Meter und die Breite 18,2 Meter. Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, BWB, und die Deutsche Marine haben den Bodenflugkörper RBS-15 MK3 für die Korvetten K-130 ausgewählt.
Der RBS-15 MK3, der von Saab, Bofors Dynamics und Diehl BGT Defense entwickelt wurde, ist ein Tag- und Nacht-Antischiffsflugkörper mit Landangriffsfähigkeit, der sich leicht abfeuern lässt. MKS-180. Die MKS-180, auch bekannt als Fregatte F-126, ist ein neues Mehrzweckkampfschiff, das für die deutsche Marine entwickelt wird, um die Fregatten der Brandenburg-Klasse zu ersetzen. Der Bau der Fregatten wird voraussichtlich 2023 beginnen und das erste Schiff wird 2027 an die deutsche Marine ausgeliefert. Die übrigen Schiffe sollen bis 2031 ausgeliefert werden. Die Fregatte MKS-180 ist in der Lage, Selbstverteidigungs- und Kampfeinsätze zu unterstützen und sowohl über- als auch unterwassermaritime Lageberichte zu erstellen. Sie wird auch in der Lage sein, maritime Überwachungs- und Embargokontrollen durchzuführen, einschließlich Entern, militärische Evakuierungen im Krisenfall, Eskortierung von Handelsschiffen und Führung von Einsatzgruppen auf See. Die Fregatte F-126 wird mit einem 127mm Hauptgeschütz mit Vulcano Präzisionsmunition für größere Entfernungen bewaffnet sein. Zu den weiteren Waffen an Bord des Kriegsschiffes gehören das MK-41 Senkrechtstartsystem für ESSM Block 2 Raketen sowie marine Schlagraketen und das RAM Nachbereichswaffensystem. Darüber hinaus wird das Schiff mit Flugabwehrraketen mittlerer und kurzer Reichweite, Wasserkanonen, schweren Maschinengewehren und leichten Marinegeschützen ausgestattet sein. Typ 212CD. Die Klasse Typ 212CD für Common Design ist eine U-Boot-Klasse, die von ThyssenKrupp Marinesystems für die norwegische und deutsche Marine entwickelt wurde. Die Klasse ist von der U-Boot-Klasse Typ 212 abgeleitet, wird aber deutlich größer als die 212-Klasse sein. Die neuen U-Boote vom Typ 212CD zeichnen sich durch einzigartige Strukturen, moderne Kampfsysteme, enorme Feuerkraft und überlegene Tarnkappentechnik aus. Die für Spezialeinheiten optimierten U-Boote werden für Einsätze auf der ganzen Welt geeignet sein. Die U-Boote werden mit Lenkflugkörpern vom Typ Naval Strike Missile ausgerüstet. Die NSM Block 1A Rakete ist in der Lage, sowohl See- als auch Landziele mit bemerkenswerter Präzision zu bekämpfen, insbesondere in Küstennähe. Die Entwicklung der U-Boote erfordert eine geschätzte Investition von rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Die Bauarbeiten für das erste U-Boot werden im Jahr 2023 beginnen. Dieses erste U-Boot soll 2029 an die norwegische Marine ausgeliefert werden, während die beiden Schiffe für die deutsche Marine voraussichtlich 2031 und 2034 geliefert werden. Die neuen U-Boote werden bis in die 2060er Jahre im Dienst bleiben. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Schiffe und U-Boote euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.